Entweder bestehen wir oder wir zerbrechen. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst tust. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Du musst es dein Leben lang bereuen und das ist schlimmer als jede Niederlage. Kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenn nichts mehr geht, Freunde, dann geht nur noch Revolution, Habibis. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Yalla roh. Entweder oder, meine Freunde. Gibt keinen Weg zurück mehr. Das ist die Stadt, in der ein Adern Crack fließt. Es macht krank und fickt permanent dein Kopf, wenn du den Dreck siehst. Der Beton wächst in den Himmel, du siehst kaum die Sonne. Ehe du dich versiehst, hier ist es dunkel und dein Traum zerronnen. Wir sagen Frankfurt, weil die Stadt sick ist. Sie die Kälte hier erstickt dich, hier geht alles nur ums Business, Junge. Ich deal mit Platten, Homie deal mit Kilos. Ich hab Plan, aber viele meiner Leute sind hier ziellos. Glaub mir, mach hier keinen Dicken oder du kriegst in die Fresse. Ich hab alles schon gesehen, selbst die größten Männer können brechen. Man sagt, das Geld wäre die Wurzeln allen Übels. Hier wird es gedruckt und du kannst sehen, wie Böses auf den Straßen wütet. Hier wird ein rauer Wind, Bruder, du musst stark sein. Lass dich nur nicht unterkriegen im... auf seiner Zunge. Ein Homie hat ein Messer in den Kopf bekommen. Sieh, die Straßen schreiben traurige Geschichten, die die Hoffnung stoppen. Hier ist die Stadt, in der das Rotlicht scheint. Wie jede Nacht am Bahnhof, Homie, wo der Tod nicht weit ist. Es ist die Stadt der Skyline, Stadt der Drogenkriege. Frankfurt am Main, hier ist die Stadt ohne Liebe, Junge. Hier ist die Stadt, in der der Rap schon immer rau war. Diesen Sound hat sie geboren, weil deutscher Rap vorher ein Clown war, Homie.
Sie ist anders als die anderen, sie mag's lieber hart. Sie ist aggressiv und gibt den Ton an in dieser Stadt. Allein ihr Name weckt bei vielen Angst pur. Hier ist die Hölle aus Beton, Homie, das ist Krankfurt. Hallo. Hörst du mal lieber, grüß dich. Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, jawohl. Salam alaikum. Salam alaikum. Wo steckst du? Ja, komm, steck ein, Kollege. Ich bin gerade hier in Wynwood. Ich wollte mal fragen, ich habe jetzt hier ist irgendwie eine komische Stimmung in der Stadt. Auf Twitter überall hier Revolution und so, was ist denn hier los? Ja, sehr gut. Ey, James, kannst du das... Ich wollte mich eigentlich bei dir melden, dass du das anmeldest. Ja? Ja. Aber wir wollen hier eine große Demo heute starten. Kannst du das irgendwie noch reinschieben, dass wir... Wo bist du denn gerade, Richie? Ich bin im Norden, ich komme jetzt in die Stadt wieder gefahren. Alles klar, dann lass uns doch mal kurz am Rüffelpark treffen. Alles klar, ich komm dahin. Bis gleich. Ciao, ciao. General? Hallo? General? Salam. Salam alaikum. Bruder, der Mert von Red Lights, Mert sag ich, von Red Lights. Der Mert ist hier, Bruder, vor Anwesen. Ja. Wann soll ich sagen, dass er kommen soll? Bringt den mit in die Stadt. Wo sind die ganzen Jungs? Wo sind alle? Bruder, wir wollten kurz verarbeiten gehen, weil wir haben kein Heroin mehr. Soll ich den Mert schon mal mitnehmen? Nimm den mit, Bruder. Hammer, hey, Bruder. Wir starten heute Revolution, Bruder. Ich fackel die Stadt ab. Sag den Jungs Bescheid. Hammer, wir gehen ein bisschen Heroin verarbeiten, damit wir was für die Familie haben. Alles klar, ich kläre das jetzt ab mit dem James, der meldet das an und dann versammeln wir hier die ganzen Leute. Alles klar, Hammer. Sagt jeden Bescheid schon. Okay. Revolution, ja? Ja, sag 23.30 Uhr geht's los. Hast du dich leer gerappt die letzten Tage, ne? Ja. Ja, sehr schön. Okay, dann sehen wir uns um 23.30 Uhr an der Pillbox-Garage. Amen, mein Bruder. Bis später. Okay, bis später. Ciao, mein Bruder. Es sind schon Wasserwerfer unterwegs. Ey. Weg, du Drecksbulle. Weg hier raus. ACAB. Weg hier. Der hat schon durchgefunkt, dass ich hier bin. Guck, was hab ich euch gesagt? Bruder, ich sterbe wie ein Mann. Wo komm ich raus? Ey, die haben mich gefickt. Ey, James. Jo. Alter, die Bullen wollten mich beim Life Invader einpacken. Ich hab Bulle abgeknallt. Die Dreckschweine. Was? Die wollten mich einpacken, weil ich da geschaltet hab schon. Bruder, die waren direkt da, die Schweine. Ja, ich weiß nicht, woher die schon die Informationen haben. Wir haben Würfelparks und auch überall schon Wasserwerfer und sowas. Dann lass uns irgendwo anders treffen. Soll ich dich irgendwo einsammeln? Ich hau erst mal ab, dann ruf ich dich an. Jo, alles klar. Ciao. Kann einer bitte jetzt hier gehen? Jo, Richie. Hier, James, meinst du, das macht noch Sinn, jetzt hier was anzumelden, wenn die schon Wasserwerfer und so haben? Das müssen wir klären. Also, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal sprechen erstmal. Dann komm mal zum Maskenladen, Bruder. Jo, bin auf dem Weg. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Haben die dich erkannt? Haben die dich erkannt, die Cops? Nein, ja, Bruder, bestimmt. Die hat mich gesehen, dann hat sie gefunkt. Dann habe ich ihnen eine Kugel verpasst. Der Kollege war unten, ist am Abhauen gewesen. Hey, wo treffen wir uns? Okay. Warte, hier beim Live-Invader stand auch schon alles voller Wasserwerfer. Ja, ich weiß ja noch gar nicht so richtig genau, was ihr vorhabt. Das ist jetzt gerade so mein Thema. Hast du einen Waffenclip dabei? Nee. Ich habe gar keine Waffe, nichts dabei. Okay. Ja, mal, eigentlich sollte das eine Demonstration werden, aber so wie sich das entwickelt, wird es eher eine Revolution. Ja. Kann man sagen. Ja, ich bin am Maskenladen. Ich kann dir sagen, dass Versammlungen in Los Santos nicht verboten sind. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit, hast du das Recht, eine Versammlung einzuberufen. Mhm. Das heißt, da müssen wir grundsätzlich nichts beauftragen. Okay, warte mal, James. Ja, bitte? Ja? Die Vagus weiß jetzt Bescheid. Perfekt. Sag den anderen auch allen Bescheid. Ich rede gerade mit James.
Okay, weiter. GmbH genau, und das heißt, du kannst, lassen wir raus. Zitiere dann, einmal, alle Bürger von Los Santos haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Mhm. Wichtig ist, wenn ihr eine Demonstration machen wollt, dass natürlich keiner die Waffe draußen hat und das ist in erster Linie der Angang. Wie es nachher ausgeht, ist erstmal scheißegal. Dass der Angang aber erstmal friedlich, einen friedlichen Charakter hat. Okay, verstehe. Wenn du mir das zusicherst, dass der erste Angang heute erstmal friedlich ist, nehme ich Kontakt mit der Justizministerin auf und versuche die Versammlung anzumelden und dann geben wir dem PD auch die Chance, ringsherum das abzusichern. Dass halt sie quasi für eure Sicherheit sorgen, damit da niemand, damit niemand zu Schaden kommt. Okay, dann versucht das mal und sag, wir wollen direkt vorm PD demonstrieren. Direkt vom PD und alternativ vielleicht Justizministerium, das ist ein bisschen mehr Platz. Ne? Ja, oder da, Justizministerium. Ja. Genau, okay. Dann spreche ich mal mit denen, aber wichtig ist wirklich, Richie, dass du deinen Jungs sagst, dass es in erster Linie erstmal friedlich sein muss. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Na, aber dann ist es erlaubt und dann kann ich da was machen. Alles klar. Perfekt, ich hau mich in die Spur, ich gebe dir Bescheid, wenn ich was weiß. Alles klar, sag Bescheid. Jawohl, ciao. Okay, bis gleich, ciao. Sind mit Panzer gekommen vom PD. Bruder, da sind 5-6 Panzer, das eine mal gekommen. Ey, Menes, wo seid ihr? Wo seid ihr? LSC, das hey, Vagos. Und das FIB macht gerade diese Werbung. Habibi Vagos, wisst ihr Bescheid, ja? Die stehen mit Wasserwerfern an. Vagos, wisst ihr Bescheid von der Viva la Revolution? No, amigo. Ich bin Richie bin ich, Richie. Ah, okay. Was für eine Revolution, Richie? Jungs, 23.30 Uhr treffen wir uns alle in der Stadt. Ich brenne diese Stadt heute nieder. Die können sich ihre Werkzeugkästen nachschieben. Wenn ihr dabei seid, ich weiß, Habibis. Vagos por vida, die Stadt kniet nieder heute, Habibis. Salam alaikum. 23.30 Uhr. Adios. So, ey, wo seid ihr jetzt alle, Mann? Kurz. Ich bin gerade arbeitsam. So, wo treffen wir uns denn noch? LSC sind wir. Ja, kommt erstmal alle LSC. Kommt mal alle LSC einfach. Oh shit, ich muss tanken, mein Auto fährt nicht. Ja, komm mit zur Tankstelle, wir tanken ja alle nochmal, kommt. Fahrt aber bitte langsam rein, ja, nicht, dass wir alle hier schon die Revolution starten. Ey, fahr vor, Bruder. Hat einer Rapkasten oder irgendwas dabei? Ich hab dabei. Ich hol bloß. Ja, wait, yo, was war das lang? The day after tomorrow. So, und ich will, dass jeder jetzt ein Fahrzeug von euch rausholt. Jeder ein Auto für sich. Wir müssen Abstellung haben, Bruder. Was für Ordnung? Wir haben so viele Autos. Nimm mal Autos hier einfach. Vorsicht, die schießen hier. Ja, ich hab in die Luft geschossen, ja. Ey, es geht schon los. Hier wird schon alles abgefackelt. Ey, kommt alle hier in Revolution, halt alle Revolution. Viva la Revolution. Kommt alle Revolution, Revolution. Jawohl, genau so. Die Unterdrückung hat ein Ende heute, Freunde, Habibis. Nicht mehr mit uns, nicht mehr mit uns. Das reicht. Viva la Revolution. Drogendealer ohne Geld, so geht das nicht weiter hier. Polizisten sind die Stärksten hier, was soll das? Hamza. Ja, Bruder Herz. Ich bin's, Richie, Bruder. Wir müssen kurz MD, wir sind gerade auf der Tankstelle. Richie. Wir sind gerade alle in die Luft gegangen in der Tankstelle, Bruder. Wir müssen kurz Bepanthen auf Arsch schmieren lassen, Bruder, dann kommen wir. Richie, ich hab mir deine Kiste. Ja, bis gleich. Bis gleich, Salam alaikum. Kommt, gehen wir schnell MD, Allah. Ey, Vorsicht, da sind schon wieder. Die Regierung hat einen Anschlag verübt. Habt ihr's gehört? Kommt hier, kommt, Allah, kommt. Nimm mal einen hoch noch. Ey, Schoppenverband. Oh, das ist mein General. Ja, das ey, ist Richie da. Wenn wir bei der Demonstration nicht sehen, sind da ab dem Zeitpunkt Feinde für uns. Funkcheck, alles klar, 23.30 Uhr, das Volk hat gemacht und nicht diese Schweineregierung mit $5,000 Werkzeugkästen. Wallah, komm, wir auch noch. General, wie geht's dir? Salam, Jeton, mein Bruder, ist dein Auto? Ja, das Garage. Das hab ich schon gekauft. Ja, komm, ja. Wir haben doch ein paar Autos, dann fahren wir Garage. Komm, Pillbox, komm. Ja, komm, hier ist mein Gelände. Ich kann nicht mitkommen bei ihr. Komm, steig ein, wenn du Platz hast. Alle rein. Ja. Hallo? Hallo? Jungs, der ist keiner von uns. Der ist keiner von uns. Ich hab einen Platz. Einmal zur Garage. Achso, das ist ja schon. Egal, ja, schwarz. Nee, alles kurz, gut, Bruder. Ich küsse dein Herz. Komm, schwarz. Ich dachte, ein Audi von uns. Oder rote Unterboden. Platz machen. Ja, Platz machen. Reiz uns recht, Bruder. Was hast du vor? Ich hab meinen hier abgeholt. 23.30 Uhr Revolution gegen diesen Staat hier.
Was für eine Revolution? Ich höre das gerade seit 5 Minuten. Was das? Was eine Revolution ist, weißt du nicht? Ja, doch, aber. Ja, eine Revolution statt oder was? Ja, Bruder, hier gibt es keine Arbeit mehr in der Stadt. Man kann hier kein Geld mehr verdienen. Alles ist teuer geworden. Man kann hier nichts machen, außer in Unterhosen rumtanzen, Bruder. Wir werden die Konzerne nicht durch. Guck, hier brennt schon. Weg. Hallo! Bruder, ich geh hier durch. Hey, der stand da, wo du auf Straße warst. Nur eingepackt. Jemand hat dir mitgenommen von uns. Bruder, ich war ganz, ganz gefährlich. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Viva la Revolution. Heli, Harvard hier auf, Ibai. Doch, dein Bruder, ihr Opfer. Die fucken alles ab. Warte, warte. Kommt hier alle rein, Cousins, yalla. Wo rein? Hier, Pillbox, alle rein hier. Was sagst du? Darf ich Opfer küssen? Opfer, Opfer, das Ding. Oh, ich küsse doch dein Auge da. Achtung. Revolution! Revolution, habe ich nicht diese Stadt. So sieht's aus. Entweder wir oder die, Bruder. Achtung, Jungs, weg, weg, weg. Warte, ich hol alle Autos raus, weil alle schon explodieren. Okay, okay, Jungs, lasst euch nicht. Seit 6 Monaten geht Kofferraum nicht von diesem Auto. Herrisch, nimm diese. Nimm diese Scheiße, nimm. Nimm diese Scheiße. Ey, Richie, pass auf das Auto. Sehr gut, alles drauf hier. Revolution, Bruder. Die Armut hat die Stadt übernommen. Keiner hat mehr Geld, Bruder. Das ist Minenreich geworden, Bruder, da kann alles explodieren auf einmal. So, Cousins, jalla, alle herkommen hier. Raus mit dem Scheiß. Fahrt mit euren Autos da rein, ihr Mess, macht alles zu hier. Macht mal Sperre hier, ey, macht mal Sperre hier mit Autos hier. Hey, Richie. Macht mal Sperre mit Autos hier vorne. Mein Geld ist aufgegangen. Was? Ja, klar. Macht mal, ey, wer braucht Geld, alle können Geld... Ey, lass mal weiter weg. Lass mal weiter weg. Ey, ich geb jeden Geld hier für Autos auspacken. Komm her. Da steht ein Lambo, ich hol Bargeld, ich verteil Bargeld. Hamza, ich auch, ich auch. Ey, alle mit Kanister schon unterwegs. Ich fahr noch selbst an. Lebe die Revolution! Oder der im Schwanz, der Beste, was ist. Haben die Angst vor dem Geld? Viva la Revolution! Viva la Revolution! Brennt alles ab, holt alle Autos raus, brennt den Scheiß ab hier! Ja, Mann, alle Autos raus, Jolla. Alle Autos raus. Brennt, lasst alles in die Luft gehen! Oha! Brennt den, fuck den Scheiß hier ab hier! Nee, da kann ich nicht. Guck mal, guck mal! Passt nur auf unsere eigenen Männer auf, Jungs! Ey, aber ey, passt auf, dass der nicht drauf geht, ey! Der ist hier drinnen! Ey, macht mal Sperre hier mit den Autos, hier! Macht mal eine Sperre hier! Francesco, was geht? Revolution. Hallo, AB, was geht? Ey, lass die Stelle fahren. Lebe die Revolution! Viva die Revolution! Viva la France! Weg mit diesen Preisen! Ey, Männer, hört mal zu! Wenn die Bullen kommen mit Wasserwerfern und so, dann müssen wir hier die Dächer einnehmen. Hier gibt's überall Dächer. Ihr wisst, wie ihr hochkommt, alle. Sperrt mal die Straße hier ab. Hier müssen wir absperren, hier vorne. Ey, wir müssen hier absperren. Platz bringen uns die Autos nichts. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Wir sind alle eins heute, Leute. Alle eins! Ey, entweder wir alle zusammen oder wir haben alle kein Geld mehr in einer Woche. So sieht es aus. Ja, so sieht es aus. Alle eine Familie. Ich hab Bruder. Hallo. Hallo. Ja, Richie, hörst du mich? Ja, James. Wir sind Pillbox Garage, hier brennen schon die ersten Fahrzeuge. Ja, ich komm mal vorbei. Okay, komm vorbei. Bis gleich. Sagst du, was ist Lukas Garage? Wir gegen den Staat. Genau so muss es sein, da. Viva la Revolution. Ey, Leute, kommt alle mit, ey, alle mitkommen, wir rennen zur nächsten Garage. Arbeitsamt, kommt, kommt, alle weiter, weiter, alle stehen lassen. Komm, wir gehen zur nächsten Garage, kommt. Ja, eigentlich schon, aber ja. Komm, wir gehen zur nächsten Garage hier. Oh, yo, guck mal, wie viele. Das ist nur Warm-up. 23:30 geht's jetzt richtig los. Auf geht's, Freunde, yalla. Wer hat geschossen? Ich hab geschossen. Der hat gesagt. Ey, Monte, bist du dabei bei der Revolution oder nicht? Ey, ah! Hey. So,
Raus aus Maul und Mund, raus da! Hier! Aussteigen, aussteigen, aussteigen! Aussteigen! Monte, entweder bist du bei Revolution dabei oder bist ein Feind. Bist du dabei? Ich sehe mich drin, Digga. Let's go. Alles klar, let's go. Monte ist dabei. Weiter geht's. Lang lebe die Präsenz. Ey, Richie, da soll ich coole Mucke anmachen? Nein, nein, Bruder. Hier gibt's, wir sind im Krieg jetzt, Bruder. Wir sind im Krieg. Heute ist der Tag. So, ey, einer nach dem anderen Autos rausholen. Nicht alle gleichzeitig, immer einer. Immer einer, Jungs, sonst kacken wir ab. Wir müssen uns ein bisschen... Habibis, bitte hör zu. Komm, wir machen Schlange. Ey, Walla, bitte einer nach dem anderen Autos rausholen, sonst kacken wir alle ab. Eine Sache ganz schnell. Ja. Vorhin war Sarp unterwegs, aber der ist schon schlafen. Bruder, morgen ist hundertprozentig. Alles klar, Bruder. Wenn es einen Morgen gibt, Bruder. Ja. Arbeitsamt-Garage. Arbeitsamt-Garage, komm. Ich bin nicht da, ich bin da. Revolution. Holt alle Autos raus, jeder ein Auto. Einer nach dem anderen, jeder ein Auto rausholen. Einer nach dem anderen. Ich hab keinen Bock mehr irgendwie. So, weißt du, wie ich meine? So, hier, was machen? Sollen wir unsere Autos auch abfackeln? Alles fackeln wir ab, unsere auch, alles fackeln wir ab. Okay. Hol jeder Autos raus hier. Ja, ja. Jetzt hast du kurz mal zwei Minuten. Natürlich. Ey, Menes! Alle Autos hier auf die Straße, wir fahren zusammen. Nicht alles abfangen, wir fahren erstmal ein bisschen. Jeder ein Auto raus. Ja, Bruder. Also ich habe gesprochen jetzt mit Justizministerin PD und allem drum und dran. Also eine friedlichen Demonstration wurde stattgegeben um 23.30 Uhr vorm Justizministerium. Sehr gut. Die sehr Polizei gut, wird vor Ort sein, den Umkreis abriegeln. Klar, zum Schutz der Zivilisten. Sehr gut. Die werden aber auf euch nicht einwirken und nicht eingreifen, solange alles friedlich bleibt, keine Waffen gesichtet werden und keine Autos angezündet werden. Alles klar, okay, weiß ich Bescheid. Deswegen glaube ich, wäre es auch ganz gut, wenn ihr erstmal mit dem Abbrennen aufhört und erstmal die Demonstration macht. Warte kurz, warte mal ganz kurz. So, Männers, alle, ey, stopp mal, alle mal zuhören, ey, stopp, Ruhe. Alle zuhören, ganz wichtig. Ab jetzt, ey, keine Waffen mehr rausholen, habt ihr gehört? Keine Waffen rausholen. Wenn die Waffen sehen bei uns, knallen die uns alle weg. Einfach keine Waffen mehr rausholen, okay? Ja. Ey, Männers, keine Waffen rausholen bei allem, was wir machen, okay? Ey, Brüder, ganz wichtig, zuhören. Alle Waffen weglassen. Wenn die Cops bei uns Waffen sehen, haben die grünes Licht. Solange die keine Waffen sehen, können die nichts machen. Keine Waffen mehr rausholen. Sonst gehen wir alle drauf. Die haben Wasserwerfer, alles. Komm, Bruder. Salam, meine Brüder. Salam. Jungs, spart ein Auto aus. Holt die her, holt die hier zu uns. Ja. Ey, Menes, und sag bitte allen weiter hier, keine Waffen rausholen, ne? Keine Waffen rausholen. Bis das Kommando kommt. Kleine Wichser. Genau, Jungs, ich hab einen Plan, wenn ihr wüsstet. Ich will nur nichts sagen. Wird die Polizei auch nichts machen. Alles gut. General, wie geht's, mein Schatz? Gut, mein Bruder, wie geht's euch, Banker? Hamdullah, alles Beste. Sehr gut. Auf, Auto rausholen, dann geht's los. Auf, Menes, Auto rausholen, auf der Straße warten. Wir legen los jetzt hier. Kommt, yalla. Scheiße, Alter, ich hab fast kein Geld mehr, Mann. Ich kann Geld geben, wer braucht Geld? Komm her, Geld ist frei heute, kommt her. Komm, Bruder, komm. Jeder, der Geld einfach braucht. Am Boden schmeißen. Ja. Was ist denn hier los, Mann? Revolution ist angesagt. ACAB, wir hatten noch nie Angst vor Geld. So sieht's aus. Big Geld. Hamza! Ja, mein Bruder. Wo bist du? Walla, ey! Auf die alten Tage, mein Bruder, egal wie es ausgeht, Habibi. Egal wie es ausgeht, Bruder. Das sowieso, Bruder. Wir haben für unser Hack immer gekämpft, aber es gibt keinen Hack mehr, Bruder. Reicht. Du hast recht, Bruder. Gibt keinen Hack mehr, Bruder. Zeit's gekommen. Ja, jetzt kriegen die alles zurück. So sieht's aus. Entweder wir oder die, Bruder. Genau so, Bruder. Ist dein Herz, Allah. Yalla, auf. Auf, Leute, Autos raus. Komm, jeder Auto raus. Komm. Schließt euch an der Revolution. Ja, James. Jo, alles klar, Mann. Ja, alles gut, Bruder. Alles gut. Sehr gut, James. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns maximal eine halbe Stunde dann da. Oder du fährst mit uns. Ja. James, mein Bruder, ich hab doch hinter allem meinen Plan, mein Bruder. Und du bist offiziell ein Teil davon, mein Bruder. Okay, perfekt. Ich küsse dein Herz. Ich wünsche dir viel Glück.
Dankeschön, mein Bruder. Auf die Freiheit. Richie, wo bist du? So, holt alle Autos raus, ich bin noch hier. Ohne mich, Dings. Wo bist du, Richie? Oh, Enzo. Viva la Revolution, mein Bruder. Können die Gangs die Straßen absperren, da können alle Zivilisten ihre Autos... Bruder, heute gibt's keine Gangs mehr, es gibt nur noch Straße gegen alle, Bruder. Wir haben so eine Mauer gemacht. Deswegen, wenn die Gangs oben die nächste Mauer machen, dann haben wir nur die Zivilisten, dann ist alles top, dann kommt hier keiner mehr. Wir haben eine Revolution vor uns, Jungs, eins sind die Autos mit raus. Holt alle Bodies und so die ganzen Cäsar raus. Viva la Revolution, Leute, viva la Revolution. Bruder, die Leute sind heiß am Männerräumen. Was ist hier los? Wo gehen wir hin? Erstmal alle in Autos sammeln, wir fahren von hier dann weg. Ja, ich hab euch das gesagt. Sag den Leuten, die sollen sich bitte aufstellen, Bruder. Jungs, bitte, einzeln, sag's nochmal, einzeln die Autos rausholen. Ey, Richie, eine Frage. Ja, Bruder. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ist das nicht gut, wenn du einen Funk machst und dann die Befehle durchschnittst? Bruder, Funk mit so vielen Menschen, ciao, Bruder. Ich weiß, 200 Leute in den Funk. Geht nicht, Bruder, ciao, ciao. Ich wollte nur nachfragen, deswegen. Ey, wenn wir Funknummer hier durchgeben, gehen alle von uns 3 Wochen Urlaub, Bruder. Nicht nur hier, sondern 5 Sterne Dubai, Bruder. Okay, ey, der hat keine Felge, ey, der muss Felgen reparieren. Egal, Mad Max Styler, ab geht's ihm das. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier los? Ich hab euch gesagt, die Leute sind heiß. Die Unterdrückung hat ein Ende, Habibis. Ich hab alles gut. Alles gut. Danke, Patron. Warte, late. So, wie sieht's hier aus? Sind die Leute alle heiß, ja? Doch, ich will bei dir. Ein Auto brennt schon. Pass auf. Es geht gleich los, Leute. Es geht gleich los. Seid bereit, seid bereit. Seid bereit, wir legen gleich los, Habibis. Nein, guck mal bitte die Straße an. Guck mal. Guck mal die Straße an. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Was für Nudelsuppe, Landstädter, komm her, demonstrieren. Ey! Ey, Freunde, wir gehen Statham's Lee abfackeln jetzt. Ja, Mann, ja, genau, das ist es. Genau. Sag allen durch, ey! Ey, wir gehen Statham's Lee, ey! Alle nichts passiert, nichts passiert. Alles gut. Ey, wir gehen Statham's Lee abfackeln. Wir gehen Statham's Lee abfackeln. Die Schweine wollen nicht mitmachen. Wir gehen. Ey, sagt allen Bescheid. Statham's Lee wird abgefackelt als erstes jetzt. So, kommt in die Autos auf. Jungs, alle in die Autos. Jungs, macht es bereit. So, sagt allen Abfahrt. Wir fahren Statham's Lee auf. Hoch da, yalla. Fahrt. Rechts, rechts hoch, da, ja. Auf. Wir gehen Statham's Lee stürmen. Bleib zusammen, komm. Wir gehen Statham's Lee stürmen. Die Schweine wollen nicht mitmachen bei Revolution. Dann sind das Gegner. Das Imperium schickt zurück. Das gibt's Chaos. Alles klar. Okay, ab geht's. Nicht schießen. Nee, nicht schießen. Nicht schießen, ey. Nicht schießen. Farhut! Salam alaikum, Bruder. Der Aufstand beginnt, Bruder. Wir sind vor Statham's Lee, Bruder. Komm mit deinen ganzen Leuten her. Statham's Lee. Genau, die wollen nicht mitmachen. Die wollen den Laden aufmachen. Wir fucken den ganzen Laden gerade ab. Komm her, Bruder. Sushi-Laden. Wir sind alle hier. Ganze Stadt ist hier. Okay, bis gleich, Farhut. Ey, Chinesen, Statham's Lee, hallo! Ihr wollt nicht mitmachen bei unserer Revolution, dann brennt euer Laden! Warum macht ihr nicht mit bei unserer Revolution? Ich kann nicht, ich weiß nicht, welche Revolution. Alles klar, macht den Laden kaputt, alles kaputt machen. Klaut, nimmt das Besteck mit! Nimmt das Besteck mit! Rippt alles ab hier! Alles abrippen hier, nimmt mal hier! Nehmt mal hier das Ding mit, jawohl, macht leer den Scheiß hier. Steckt alles ein hier, Revolution, alles gehört euch. Oh, puh, die Sushi, ja. Das geht, Alter. Vorsicht, da brennt schon. Sehr gut, auf, weiter geht's, raus hier, Leute, komm. Der Laden ist kaputt. Weiter geht's, ab, weiter geht's, Laden ist kaputt. Die Chinesen verkaufen gar nichts mehr. Alles kaputt.
So, ey, wir fahren Pillbox, wir fahren Pillbox. Alle Pillbox, alle Pillbox. Ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weg, alle Pillbox. Alle Pillbox, auf geht's, auf zu Pillbox. Viva la Revolution. Auf zu Pillbox, Vagos. Geht vor, Vagos, auf Pillbox. Yalla. Revolution, Straßenverkehrsordnung außer Gefecht gesetzt. Aber nicht schießen, Freunde, nicht schießen. Lass die Knarren weg. Lass die Knarren weg, lass. Richie Dyer durch die Frontscheibe. Rechts, 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 rechts. Ganze Stadt im Rücken. Ganze anständig fahren. Revolution bricht aus. Die sagen anständig fahren. Ja, ja. Ja, ja. Ganze Stadt ist hier. Wir haben uns gar nichts mehr aufhalten. Nix. Alle Pillboxen. Was ist hier los, Bruder? Was? Ihr wollt die Leute verhungern lassen? Alles dicht machen hier, alles dicht machen. Macht alles dicht hier. Macht alles dicht. Macht alles dicht hier. Kommt, macht alles dicht hier auf. Fahr dir vor, ja, wir machen da. Bruder, was ist anständig? Bruder, wir verhungern, Bruder, wir verhungern. Drogendealer, wir haben kein Geld, Bruder. Was sollen wir hier machen? Es ist Zeit, dass wir aufstehen, Bruder. Mach mal zu den Scheiß hier. Alles für unser Hack. Mach mal zu hier, immer ist rein da. Ey, Bruder, noch ein bisschen Benzin. Ich hab. Salam alaikum, Jungs, was geht hier ab? Alaikum salam. Revolution, mein Bruder, Revolution. Revolution oder was? Wir haben alle nichts mehr zu essen. Inflation zu hoch, Bruder. Ja, Mann. Auf, macht zu, macht alles dicht hier, auf, kommt. Viva la Revolution. Ich stehe mich da oben hin, was ist? Viva la Revolution. Dann kann ich da hoch. Viva la Revolution. Wegfahren, komm. Ey, Loco, willst du flüchten? Wegfahren, ne? Willst du flüchten von der Revolution oder was, Loco? Nein, was ist für ein Plan? Wenn die Cops kommen. Dann sterben wir hier, Bruder. Genau, was für abhauen? Alle gemeinsam. Wir hauen nicht mehr ab, Bruder. Kommt, scheiß auf die. Macht alles dicht hier. Macht die Straße zu mit Autos. Wir haben genug Autos. Wenn ich sterbe heute, dann mit Ehre und Stolz. So sieht's aus, Bruder. Wir verhungern nicht, Bruder. Jungs, wir müssen noch alle Eingänge hier von der Garage zumachen. Hinten die kleine Gasse. Ja, Mann, zustopfen. Zwei Eingänge. Ja, alles raus, was wir haben. Alles raus, Jungs. Warte, ich hab full Autos, ey. Warte. Ja, lass mal Hamza erst. Mach mal einen nach. Ja, Jungs, ich sag's noch. Hey, Jungs, ihr müsst. Wallah, ich sag's doch, ey Jungs, ey, ihr müsst aufpassen, ey. Immer nur eine, ey, immer nur eine, Habibis. Vatos, bitte nur eine, da sind wieder drei, ey. Ich bin wieder ey, nur eine, Jungs, ich küsse euer Herz, ey, bisschen Kopf, ey. Ey, Schlange, wie letztes Mal, ey, Jungs. Ja, mach mal eine Schlange, komm, bitte, Jungs, ey. Bitte, wie gerade eben, komm, alle Disziplinen, komm. Lass mal Hamza machen, der hat die meisten Autos, komm. Bruder, Revolution ist da. Okay, der nächste, ey. Guck mal, Vagos, alle da, Bruder. Alle da, Bruder. Hier ist einmal einer. Der nächste, komm. Viva la Revolution. Packt euch die Autos, ey. Haben wir uns rausgepackt. Jawoll. Viva la Revolution. Jungs, wer von Content? Alle auf die Decke. Ey, mach mal mit den Sandking, die kleinen Eingänge zu, da hinten. Ich will zwei Eingänge. Sollen wir die Sandkings alle raus? Ja, ja, alle Sandkings raus. Cousins, alle Sandkings raus. Ich will alle Sandkings hier sehen. Alles dicht machen hier. General, hol mal ein Sandking raus, ich hol den dann. Ey, und Menes, alle zuhören, ey, wenn's kritisch wird. Ey, Menes, wenn's kritisch wird, aufs Dach, hört alle zu. Wenn's hart auf hart wird, wir gehen auf die Dächer, hört zu, ja? Ey, wenn's hart auf hart wird, wir gehen auf die Dächer. Bruder, wenn's hart auf hart wird, wir gehen auf die Dächer, ja? Damit ihr Bescheid wisst. Weil ich hab schon vom Wasserwerfern, ich hab einen, der hier unterwegs ist, der sagt, es geht gleich hier richtig zur Sache. Perfekt. Ja, wenn was ist, wir gehen hoch auf die Dächer. Scheiß auf diese Arschlöcher. Richie Mokros. Salam Mokros, da seid ihr. Ey, wenn's hart auf hart kommt, wir gehen auf die Dächer, ja? Genau so, Richie.
Ey, Rogers hier und ja. Vatos, Vagos, wenn's zu hart wird, Brüder, wir gehen auf die Dächer, ja? Weil ich hab jetzt schon gerade von unserem Anwalt Anruf bekommen, die sind mit schweren Geschütz hier auf dem Weg. Ja, ja, dann lass uns jetzt alles schon auf die Dächer. Ja, ja, kommt schon mal rüber, dass die hier links in der Bauchdächer, ne? Hier, ihr könnt doch hier links direkt hoch. Ja, lass sie auch die Dächer dann. Ja, warte, ey, wir bleiben präsent. In dem Auge, komm, wir gehen alle auf die Straße. Wenn wir sehen, das wird kritisch, dann ab geht's, auf Kommando, alle weg. Okay, komm, wir gehen erstmal alle auf die Straße hier, kommt. Komm, hier auf die Straße, versammelt alle hier auf der Straße, auf. Bleibt beieinander, Männer, bleibt beieinander. Bleibt beieinander. Versammelt alle Leute und keine Waffen bitte. Alle Waffen einstecken. So, hier, kommt alle zusammen. Ja. So, Brüder, kommt mal alle zusammen, ruft mal alle zusammen. Ey, Freunde, falls ihr mich hört, Revolution ist angebrochen. Wenn das schwere Geschütz kommt, verziehen wir uns auf die Dächer. Ja, solange. Nein, nein, pass auf. Wenn wir keine Waffen ziehen, machen die nicht. Sehen die Waffen bei uns, dann geht's rund. Also warten wir, keine Waffen ziehen. Wenn's hart auf hart kommt, dann gehen wir alle gemeinsam in Tod. Hopp oder top. Wir werden hier, wir werden in der Stadt hier nicht verhungern, meine Freunde. Ja? Und das müssen wir ja alle gemeinsam jetzt machen. Okay, verteilt euch, bleibt hier auf der Straße. Wenn's hart auf hart kommt, gehen wir auf die Dächer. Revolution, du weißt das nicht, du hast 600 Werkzeugkästen. Der Rest der Stadt verhungert. Die Leute haben nichts mehr zu essen. Es gibt keine Arbeit mehr. Die Drogendealer haben kein Geld mehr. Alles korrupt. Ihr könnt uns am Arsch lecken. Wir wollen unser Hack zurück. Entweder faire Revolution oder wir gehen alle in den Tod. Yalla roh! Revolution! Revolution am Ende. Revolution. Revolution. Was hast du gesagt? Was? Revolution. Ah, da bist du ja, Bruder. Alles klar. Ey, das geht nicht. Richie, soll ich da wenn die kommen und... Ihr könnt es euren Leuten sagen. Wenn die Cops kommen und denken, die können mit uns Faxen machen, dann scheppern wir rein mit allem, was wir haben. Free Shabab. Ja. Richie. Ja. Kannst du mir nicht das etwas vorher sagen, dass ich meine Repair-Kits vorher verkaufe, verdammte Scheiße, und Millionär werde? Kannst du mir das nicht eher sagen? Du bist, den Insider-Handel hätte ich dir sagen können, weil ich hier der Auslöser war, ne? Ich hab den Insider-Handel gemacht, mein Lieber. Ich hab die Repair-Kits seit gefühlt 3 Monaten, 4 Monaten das schon im Kopf. Macht doch Spaß. Patron, hör mal zu. Lass uns hier heute gemeinsam auf der Straße Seite an Seite stehen und wir werden diese ganzen Schweine hier in die Knie zwingen, meine Brüder. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht hier weiter. Ich hab verhindert, dass ich Millionär werde, verdammte Scheiße. Revolution, meine Brüder. Das Einzige, was wir haben, ist unsere Freiheit. Und die wollen die uns hier nehmen. Wenn die Bullen schießen, ficken wir die. Wir sind 150 Mann hier. Dann ficken wir die Schweine. Wir ficken die weg, wenn die schießen. Hallo? Jetzt sind wir Pillbox angekommen. Komm, Pillbox, Bruder. Wir sind alle da. Alle sind Pillbox jetzt. Alle. Bis gleich. Ja. Jürgen, Pillbox. Bitte. Richie, lass einfach die Bullen aufs Ding. So, ey. Wir starten das erst friedlich. Und wenn es nicht geht, dann wird Blut hier fließen. Es wird eh einer von uns erschießen. Ich weiß, wir können es eh nicht verhindern, deswegen. Ja. Aber ich muss es trotzdem gesagt haben. Nicht, ey, lass mal die Knarre weg, lass die Knarre weg, ja. Wie sollen wir das machen? Was ist, wenn die Bullen schießen? Dann ey, wenn die... Guck mal, wie als Titanic untergegangen ist, diese Band, wo am Ende nochmal spielt, ey. Komm, ey, kommt alle zusammen. Ey, Gerd, kommt rein, ihr Jungs, kommt alle zusammen. Ein letztes Konzert hier. Kommt alle zusammen. Wo ist Jürgen? Kommt alle zusammen. Das letzte Konzert, bevor die Titanic untergeht. Hört hin hier, kommt. Kommt her. Hier, nicht so nah ran, nicht so nah ran. Bleibt hier. Kommt mal ein bisschen zurück, ey. Nicht so nah ran. Komm mal etwas zurück, Leute. Ja, lass mal den Horn alleine. Lass den Musiker mal alleine, komm mal her. Komm mal zurück. Ja? Wer sagt, wir machen nicht RP für den ganzen Server hier, Bruder? Ja? Habibis.
Die Leute sind voll, Bruder. Hier, ganze Stadt steht hier, Bro. Viva la Revolution. Alles zu, alles dicht hier, Bruder. Die Musik ausmachen, das ist eine Revolution, keine türkische. So, alle die Hände hoch für Revolution, Brüder. Alle Hände hoch für Revolution. Ja, hört auf alle zu reden. Die Boten waren nicht umsonst, Leute. Wir sind das, was sie am Leben hält. Wir sind das Volk. Ohne uns ist der Staat nichts wie gestern. Und habt ihr meinen Plan gesehen, Freunde? Wie hat Richie dieser Demonstration Zeit rausgeholt? Wie hab ich's gemacht? Sagt mir, wie ich's gemacht habe. Ich hab einfach James mit Fehlinfo zu der Dings geschickt und die haben sich alle bei dem anderen Ding versammelt. Ich wollte die ganze Zeit nicht sagen. Ich hab die gezielt da hinten hingeschickt, dass wir vor das Justizzentrum kommen würden, dass sie sich da aufbauen. Bro, und seht ihr, Bruder, die waren nicht drauf vorbereitet. Keine Cops, nichts da.